Hallo meine lieben Freunde, euer Paralic ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sly Raccoon. In der letzten Folge sind wir ins Polizeipräsidium eingebrochen und haben Slys Akte gestohlen und herausgefunden, dass wir die sogenannten teuflischen fünf aufhalten müssen, die das Familienbuch der Coopers gestohlen haben. Und nun sind wir auf dieser Insel hier, wo wir den ersten Gegner antreffen. Und wie Bentley bereits gesagt hat, müssen wir zu den holographisch markierten Zielen gehen. Von der Unordnung unter Deck einmal absieht. Ich verlange, dass die Kessel jederzeit unter Volldampf stehen. Wenn ihr faules, dummes, technisch inkompetentes Pack Kanalratten euer Handwerk richtig verstehen würdet, hätten wir bis heute 100 Schiffe versenkt. Aber 50 Schiffe sind auch schon eine sehr gute Leistung. Weiter so, Jungs, weiter so. Okay, was auch immer das gerade war. Gut, wie gesagt, wir müssen diese grün markierten Tore hier, das sind die Level, also ist das hier sozusagen die Overworld. Es gibt, glaube ich, 5 verschiedene Overwelten, in denen wir immer ein paar verschiedene Level machen müssen. Manchmal sind es 7, meine ich. Ich meine, es sind sogar immer 7. Auf jeden Fall müssen wir da immer ein paar Level machen, die Schatzschlüssel am Ende der Level holen. Ja, und dann das Hauptziel hier auf dieser Overworld erledigen. Gut, dann würde ich sagen, betreten wir das erste Level. Ding der Extraklasse. Alles klar. Da wird die Karte zeigt einem auch immer schön an, wo quasi die Levels sich befinden, die man gerade macht. Mir gefällt es nicht, dass die Sprache der Charakter so ein bisschen zu leise ist. Kann man aber leider nicht ändern, das ist in dem Spiel leider so. Nun gut, das ändert sich zum Glück in Teil 2 und 3. Am besten immer die ganze Zeit so viele Münzen wie möglich mitnehmen, damit wir auch immer schön ein paar Leben bekommen. Weil es kommen manchmal sogar ein paar Plattforming-Stellen... Oh shit. Es kommen manchmal auch ein paar Plattforming-Stellen, die nicht unbedingt so nice sind. Da kann man schnell mal runterfallen. Deswegen ist es gut, immer genügend... Oh, großer Gott. Immer genug... Na, fuck. Immer genug Leben bei sich zu haben. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, ich muss jetzt das Ding da oben erreichen. Okay. Und zack. Okay, safe. So, und diesen Tresoren hier sind auch immer welche von diesen Flaschen drin. Und hier haben wir schon den Tresor des Levels. Das ist der Safe, Kumpel. Aber du brauchst mehr Hinweise. Jupp, ich weiß, Bentley. So, ich muss überlegen, das Level, ich erinnere mich daran, dass ein paar Hinweise jetzt nicht unbedingt die fairsten Verstecke waren. Zum Beispiel der hier oben, den findet man so leicht nicht. Komm ich auch? Ne, von da komme ich nicht daran. Man muss wirklich außen rum gehen. Och komm, als ob. Zum Glück haben wir diese Glücksbringer. Und übrigens, ich weiß nicht, ob Bentley das schon erklärt hat, ich meine nicht, diese Hufeisen, die Sly auf dem Rücken hat, die bekommen wir immer, wenn wir... Ist das dein Ernst? Die bekommen wir immer, wenn wir 100 Münzen gesammelt haben. Für 100 Münzen gibt es zuerst ein silbernes, dann für nochmal 100 Münzen gibt es ein goldenes und dann kann man quasi 2 Treffer einstecken und wenn man das goldene hat und dann nochmal 100 Münzen sammelt, bekommt man quasi ein Leben. Fuck. Okay, das war nicht so gut. Ich glaube, ich sollte den Hechtsprung bei dem benutzen. Wow. Ja, okay, jetzt hat der andere mich platt gemacht. Scheiße. Och komm, Spiel vorbei, wirklich.
Muss man dann wirklich alles von neu machen? Okay, nein, die Hinweise bleiben gespeichert, zum Glück. Das wäre ansonsten nämlich... Oh mein Gott, oh, war ja klar. Das wäre ansonsten nämlich echt ziemlich nervig. So, hoch mit euch. Zack. So, und jetzt versuche ich mal, wenn es geht, mich nicht sehen zu lassen. Weil ich bin immerhin ein Meisterdieb und ein Meisterdieb muss versteckt agieren. Kann ich nicht von außen hier einfach rum? Oh, großer Gott, der kann mich ja hier sehen. Scheiße. Okay, das war dumm, dass ich das gemacht habe. Ich kann die Höhe des Lasers auch nicht einschätzen. Ich kann nicht sehen, ob ich ob der Laser jetzt über mich drüber geht oder nicht. Aber unentdeckt. Sehr schön. So, ich möchte aber gerne... Waren hier oben überhaupt Hinweise? Hier oben waren nicht mal Hinweise, okay. Warte ich erstmal, bis der seinen Bauchplatscher macht. Und dann schlagen wir sie. Ist doch nun wirklich nicht so schwer, ey. Okay, hier sieht mich nichts. Hier muss ich jetzt natürlich aufpassen. Das ist, oh, gar nicht mal so einfach. Ja, da ist es schon passiert. Zum Glück hatten wir aber einen Glücksbringer. Ja, komm, ich war gerade... Na, egal. So, haben wir jetzt eh geschafft. So, haben wir hier unten... Ja, hier unten gab es nur zwei Hinweise. Oh, aber wir müssen den Weg gleich noch zurückgehen, ne? Naja, aber wir haben ja zum Glück die Teile zerstört. Das heißt, es sollte nicht mehr das größte Problem sein. Oh, wow, hier sind ja auch noch welche. Denk daran, Slime. Die Kreistaste in der Nähe der blauen Auren gedrückt halten, um super leise Meisterdiebkniffe auszuführen. Jo. Habe ich mir gemerkt, Bentley. Manchmal sind diese Laser echt nicht so offensichtlich, ne? Also, kann man schon mal übersehen. Oh Gott. Okay, den holen wir uns, wenn wir das hier gemacht haben. Und dann können wir uns den hier ganz leicht holen. So, zwei fehlen noch und ich meine, die sind hinter dieser Säule hier, oder? Genau, eins und zwei. Perfekt. Dann... würde ich sagen, müssen wir uns ja jetzt nicht unbedingt geben, ne? Also ich renne mal eben zurück zum Safe und wir sehen uns dann dort. So, und da sind wir auch schon. Kreistaste, um den Code einzugeben. Alles klar. Wer auch immer sich den Code ausgedacht hat, wusste, was er tat. Gib 4, 3, 6 ein. Okay, 4, 3 und 6. So, was bekommen wir diesmal? Ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass das tatsächlich eine verdammt nützliche Fähigkeit ist und dass die auch unglaublich wichtig ist für die... Ja, diese Fähigkeit ist unglaublich wichtig für diese Zeitmission, weil damit kann man echt eine ganze Menge Speed aufbauen. Gut, dann begeben wir uns zurück zum Schlüssel und beenden mal das Level. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, wir sollten sogar... Hat Bentley gesagt, wir brauchen drei Schatzschlüssel? Weil wenn ja, ich könnte ja eigentlich mal gucken, eventuell könnten wir das in dem Part sogar schaffen. Naja, hier haben wir erstmal einen. Und der Meisterdieb hat wieder zugeschlagen. Sehr schön. So, welches Level machen wir denn als nächstes? Sind die... Ja, das Leben ist wieder da, sehr schön. Nehme ich mir gerne mit. So. War hier nicht irgendwo auch noch eins? Ja, da hinten. Das hole ich mir auch mal schnell. Wie komme ich da hoch? Nein, so nicht. Eventuell von hier oben.
auf die Palmen. Ja, perfekt, so komme ich hier hoch. Und zack. Leben können niemals schaden. So, ich würde sagen, wenn wir schon mal direkt hier sind, machen wir direkt mal das Level hier. So. In die Maschine. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Maschine. Ah, ja, genau. Das war das Level. So, lieber mal hinter mich gucken. Nein, keine Hinweise. Okay. Schließe besser die Türen des Ofens. Spring und drücke die Quadrattaste, um die Türen zuzuschlagen. Alles klar. So, hier sind auch Hinweise. Man muss sich wirklich immer genau umgucken. Manchmal sind die echt... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Vergessen, ich habe die Hechtrolle gar nicht. So, Hechtsprung und zack. So, kann man wieder zurück, obwohl... Na, wir bleiben erstmal beim Hechtsprung, damit das nicht normal passiert. Eureka, wir sind im Motorraum. Nach meiner Analyse musst du den Anfang der drehenden Kurbel besuchen, um Rabeis Schatzschlüssel zu finden. So. Ja klar, wenn ich schon mal dabei bin. So, weg mit dir. Manchmal ist es echt so eine Krankheit. Ich gucke mich immer wirklich viel zu genau um, weil ich immer Angst habe, irgendwas zu übersehen. Weil ich hasse es, in Spielen, die ich eigentlich schon mal durchgespielt habe, immer Backtracking betreiben zu müssen, weil ich vergessen habe, wo die Sachen sind. So. War da etwas? Nein, okay. Hier oben eventuell. Auch nicht. So, das Level ist ein bisschen... Es ist nicht so ganz so offen wie das erste Level jetzt beispielsweise. Aber eigentlich nicht was das, was wir gerade eben gemacht haben, sondern... das, was wir im ersten Part gemacht haben. Weil das Level war ja relativ... Okay, es war jetzt nicht so offen, weil... Ist halt ein Jump'n'Run, ist klar, dass... Wirklich. Wirklich. Ist halt ein Jump'n'Run, ist klar, dass man da keine Open World hat. Aber halt, es sah viel offener aus. Halt, es hatte eine offene Skybox und hier sind wir ja in einem Raum sozusagen. Nicht sozusagen, wir sind in einem Raum. Und dadurch wirkt das Level irgendwie so ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht geht's auch nur mir so. So, was geht, Kollege? Gib mir dein Geld. Brauche unbedingt wieder einen Glücksbringer. Das ist nämlich nervig, dass man One-Hit in diesem Teil ist. In Teil 2 und 3 hat man eine Lebensanzeige. Das heißt, da stirbt man nicht sofort, wenn man irgendwas berührt. Ich dachte, ich könnte da springen. Ich dachte, ich könnte da springen. Oh Gott, ey. Was ist denn los? So, du hältst die Klappe. Oh, jetzt bekomme ich sogar einen Mitleidsglücksbringer. Wirklich. Das finde ich aber ein bisschen unfair. Nach zweimal Sterben bekommt man schon einen Mitleidsbonus. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich meine, bei Crash brauchte man ja unter anderem, keine Ahnung, ich glaube, man musste da 10-mal oder so sterben. Und dann hat man erst einen Akku bekommen und dann nach nochmal 10-mal erst einen doppelten Akku. Also Crash war das schon um einiges fieser, was den Mitleidsbonus angeht, aber... Naja, oh! Ach was! Ach was. Lol, okay, dann ist es sogar gut, dass wir nochmal gestorben sind. Den hätte ich so jetzt niemals gesehen. Okay, sehr schön. Gehen wir einfach mal direkt rein und gucken uns nicht um. Oh, Moment, den lassen wir erstmal sein Feuerspein. Und zack. So, hier müssen wir aufpassen, weil wenn wir hier was verkacken... Wow, 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 shit. Okay. Ach, die Flaschen fallen runter. Okay, ich dachte, man müsste jetzt hier oben alle holen. Kriegen wir das Leben? Wir kriegen das Leben, sehr schön. So, aber man muss da oben zumindest alle Hinweise holen, die an den Seilen hängen. Aber wenn man die nicht kriegt, dann hat man wirklich verkackt. Wie viele Hinweise brauchen wir in diesem Level eigentlich? Auch wieder 30? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Okay, ist auch nichts. Müssen wir aufpassen. Das finde ich ein bisschen unfair, dass die Ventilatoren, von denen man schon, an denen man schon vorbeigekommen ist, die Sicht verdecken. Das stört ein bisschen. Aber absolut kein Problem. So, du gehst nach Hause.
So, auch nichts übersehen. Scheinbar nicht. Wäre auch ein bisschen unfair, wenn sie da Hinweise verstecken würden, weil man ja überhaupt nicht die Zeit hat, da auf irgendwas zu achten. Nee, da ist nichts. Okay. So, du gehst weg. Oh, nicht mehr viele. Dann bekommt man einen goldenen Glücksbringer. So, hier muss man auch aufpassen. Das ist teilweise auch ein bisschen unfair. Aber tatsächlich kann man teilweise einfach durch. Hier beispielsweise nicht, da wären wir jetzt tot gewesen. Okay, tot jetzt nicht, wir haben ja einen Glücksbringer. Aber waren hier wirklich keine? Hier sind halt wirklich keine Hinweise, ne? Oder brauchen wir in dem Level doch nicht so viele? Oder kommt jetzt noch ein ganzer Haufen? Zack. Okay, sehr schön. Haben wir alle. So. Und ja, wir brauchen ja wirklich wieder 30. Ich weiß nicht, ob es in einem Level immer 30 sind oder manchmal auch weniger oder mehr. Aber ich meine, im Durchschnitt sind es eigentlich immer 30. Ja, wenn ich so auf die Zeit achte. Ich fürchte, wir schaffen das nächste Level leider nicht in diesem Part. Schade, hätte ich gerne geschafft, aber naja. Okay, hier ist auch nichts mehr. Vielleicht bin ich auch einfach zu langsam, weil ich einfach krampfhaft die ganze Zeit nach den Hinweisen suche. Wow, okay, das war gerade Glück. Eigentlich wäre ich getroffen worden, aber... Ich frage mich auch die ganze Zeit. Oh, shit. Okay, das sollten wir eventuell nicht berühren. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wo zur Hölle ist der Dings? Der Safe. Den haben wir auch noch nicht gefunden. Ach, hier ist er ja. Okay, ist da oben eventuell ein Hinweis? Oder hier irgendwo? Scheinbar nicht, aber gehen wir mal auf das Ding hier. Oh, Moment. Doch, okay. Oder musste man hier sogar hoch? Ich glaube, man musste hier sogar hoch. Oh Gott. Schaffen wir das? Okay, wir haben es geschafft. So, zack, 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 zack und zack. Und wir haben Hinweise übersehen. Shit. Okay. Wo könnten die sein? Wo könnten die sein? Da unten eventuell irgendwo? Ach, sieh an, da steht ein Safe. So, du gehst weg. Waren das jetzt alle? Nein, es fehlen immer noch zwei. Du kannst nicht auf diesen Ofen springen, Sly. Geh besser zurück und such nach einem anderen Weg. Ich hatte auch nicht vor, auf den Ofen zu springen, Bentley. Oh, mir fehlen zwei Hinweise. Du kannst den Safe nicht öffnen, ohne die restlichen Hinweise zu finden. Ach was, da oben. Ach was, okay. Nein. Mann, ey. Manchmal aktiviert man das Ding einfach automatisch. Du kannst den Safe nicht öffnen, ohne die restlichen Hinweise zu finden. Halt die Klappe, Bentley, ich weiß das. So, bin ich da nicht straight? Bin ja jetzt auf straight dran vorbeigelaufen, hab die einfach nicht gesehen. Okay, aber jetzt haben wir wenigstens alle. So, ja gut, nach diesem Such-Fail werden wir das nächste Level leider nicht mehr in diesem Part schaffen. Aber egal. So, dann mal sehen, was wir jetzt für eine Fähigkeit bekommen. Zwei, zwei, sieben. Von nahen Hinweisen und zerbrechlichen Objekten. Oh, stimmt, die Teile gab es ja auch noch. Es gibt ein paar
Es gibt ein paar Fähigkeiten, das sind keine Fähigkeiten, das sind dann halt Baupläne, die von der Umgebung, wo man gerade ist, zeigen dann die Pläne an. Und dann kann man in den Sichtkommunikator gehen, mal ein schwieriges Wort. Und dort sieht man dann Hinweise. Das ist ziemlich hilfreich tatsächlich. So, Moment. Zack und zack. So. Das ist tatsächlich ungemein hilfreich. Und damit sollten wir jetzt im Prinzip im nächsten Part absolut keine Probleme haben, die Hinweise in den Leveln zu finden. Und dann würde ich sagen, wow, das ist ja fast schief gegangen. Holen wir uns den Schatzschlüssel. Sehr schön. Damit haben wir jetzt schon 2 von 4 möglichen hier. Nee, Moment. Hier sind 3 möglich. Wir haben ja schon einen aus dem letzten Level. Nee, gar nicht. Ich war da oben, ist auch einer. Dann gibt's hier sogar tatsächlich mehrere. Ich meine, man braucht sogar tatsächlich... Oh mein Gott. Ich meine, man braucht sogar tatsächlich alle. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle. Also, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich schützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute.